Das grüne Herz Deutschlands. Das ist Thüringen mit seinen 8 nationalen Naturlandschaften. Der Naturpark Kyffhäuser mit seinem legendären Bauwerk, dem Kyffhäuser-Denkmal. Ein magischer Ort mit dem in Stein gehauenen Kaiser Barbarossa. Der große Stausee bei Kelbra ist ein Dorado für Vogelbeobachter. Vor allem im Herbst, wenn die Kraniche kommen und einen Zwischenstopp auf dem Weg in die spanischen Winterquartiere einlegen. Bis zu 40.000 werden jedes Jahr erwartet. Jeden Morgen brechen sie zu den benachbarten Feldern auf, um Nahrung für den anstrengenden Weiterflug aufzunehmen. In Bad Frankenhausen steht der höchste schiefe Kirchturm Deutschlands. Im Stadtmuseum erfährt man per Touch alles Wissenswerte über die Region. Von hier ist es auch nicht weit zur Barbarossa-Höhle. Der gipshaltige Boden hat hier bizarre Höhlengebilde und kristallklare unterirdische Bassins geschaffen. Der Naturpark steht auch für Erholung und Kontakt zur Natur. Am Wegesrand erzählt das Hörerlebnis Kyffhäuser Kurzgeschichten zum jeweiligen Standort. Und was gibt es Schöneres, als draußen herumzutollen und dabei auch noch etwas über die Natur zu lernen? Vom Spaziergänger bis zum ambitionierten Wanderer kommt hier jeder auf seine Kosten. Die karge Schönheit des karstigen Gipsbodens ist die Heimat einer ganz speziellen Flora und Fauna. Das Esperstädter Ried ist ein Biotop, wie man es fast nirgendwo sonst antrifft. Dort jagt die Rohrweihe. Und das salzige Wasser des Salzgrabens produziert die herbe Schönheit dieser Naturlandschaft. Dass der Mensch Teil der Natur ist, daran erinnert das Freilichtmuseum in der alten Königspfalz Tilleda. Geschichte hautnah und kulinarisch erleben. Ein Museumsbesuch zum Mitmachen. Aus Korn wird Mehl, aus Mehl wird Teig, aus Teig wird Brot. Der Abend legt sich über den Naturpark Kyffhäuser. Zeit für die gefiederten Stammgäste, wieder in den Schutz ihres Nachtreviers am Ufer des Kelbrer Sees zurückzukehren.
Die Hochmoore im Thüringer Wald sind Heimat des Wollgrases und anderer moortypischer Vegetation. Dies ist nur ein kleiner Teil der Attraktionen im Biosphärenreservat Vessertal-Thüringer Wald. Der Schneekopf mit seinen 978 Höhenmetern bietet sagenhafte Ausblicke. Im legendären Waldhotel Schmücke wird man herzlichst bewirtet. Schon Goethe erklomm den Kickelhahn, Hausberg der Stadt Ilmenau, 861 Meter hoch. Auch im Winter ist das Vessertal mit seinen Skiwanderwegen ein lohnendes Reiseziel. Der hohe Waldanteil des Biosphärenreservats beschert auch dem Rotwild ein Zuhause. Hier können die Wildtiere unter fachkundiger Führung in freier Natur beobachtet werden. Die Glasbläserei ist in Schmiedefeld ein Handwerk seit vielen Jahrhunderten. Mischwälder und tief eingeschnittene Täler prägen die Landschaft. Zur Bergwiesenblüte bietet sich eine Wanderung ins Reich der Farben an. Ein Bahnhof mitten im Wald, erbaut 1904. Heute steht der liebevoll restaurierte Rennsteigbahnhof wieder dem planmäßigen Wochenendschienenverkehr zur Verfügung. Ein sportliches Spektakel der ganz besonderen Art. Beim jährlichen Gutsmuts-Rennsteiglauf treffen sich bis zu 15.000 sportbegeisterte Läufer, Nordic Walker und Wanderer zum kultigsten und größten Crosslauf Europas. Durch Wiese und Wald bahnt sich die Fässer ihren Weg. Zahlreiche Bäche entspringen im ältesten Biosphärenreservat Deutschlands. Einen besonderen Spaziergang hoch oben in den Wipfeln der Bäume bietet der Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich.
Der Hainich bildet das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet Deutschlands. Ausgewählte Waldflächen wurden 2011 UNESCO-Weltnaturerbe. Urwald mitten in Deutschland. Hier kann sich die Natur wieder nach ihren eigenen Gesetzen entwickeln, frei vom Eingriff des Menschen. Abgestorbene Baumstämme bilden Lebensraum für viele Tier- und Pilzarten. Natur, Natur sein lassen, wird den Besuchern im Nationalparkzentrum besonders ansprechend vermittelt. Spielerisch lernen, das macht Spaß. Im Kreislauf der Jahreszeiten erneuert sich die Natur. Der Boden zu Füßen der Buchen ist im Frühling ein Ort der Farben und Düfte. Ab März entfaltet sich ein Blütenmeer mit dem wohlriechenden Lärchensporn und dem leckeren Bärlauch. Es gibt zahlreiche Wanderwege im Nationalpark mit spannenden Zielen. Die Betteleiche, ein knorriger Baum, um den sich Mythen ranken. Das Alter geschätzte 1000 Jahre. Der Hünenteich. Ein Refugium vieler Insekten, Vögel und Amphibien. In freier Wildbahn kaum zu beobachten, die scheue Wildkatze. Einblicke in das Leben des kleinen Raubtiers bieten sich im Wildkatzendorf Hütscheroda. Die Märchen- und Erlebniswanderung zur alten Silberbornlinde weiht den Besucher in Alrunas Waldgeheimnisse ein. Auf dem Skulpturenpfad wird ein spannendes Gegenüber von Natur und Kunst erlebbar. Im Urwald-Livecamp schlägt jedes Kinderherz höher, Tage und Nächte in der Wildnis. Den Blick schweifen lassen. Über offen Landflächen, die sich der Wald zurückerobern darf. Der Nationalpark Hainich. Urwald. Mitten in Deutschland.
Das Biosphärenreservat Rhön, bezeichnet als das Land der offenen Fernen. Hier ist das Rhönschaf zu Hause. Es ist nicht nur eine uralte Haustierrasse, sondern auch Landschaftspfleger. Es hält die typischen Kalkmagerrasen der Rhön frei und unterstützt so eine naturschonende Landbewirtschaftung. Die Hohe Geba ist die höchste Erhebung der vorderen Rhön. Von hier kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen oder sich sportlich betätigen. Gemütliche Brotzeithütten wie das Bergstübchen ermöglichen eine stärkende Einkehr. 813 Meter erhebt sich der Ellenbogen in die Höhe. Von dessen Spitze kann man bei gutem Wetter bis zur hessischen Wasserkuppe schauen. Wenn der Frühling Einzug hält, sind sie die ersten Gäste im Buchenwald. Die blaue Skilla und das Buschwindröschen, die Kuhschelle und der Märzenbecher. Mitten im Biosphärenreservat liegt das Dörfchen Zeller mit seiner alten Propstei. Heute beherbergt sie ein Informationszentrum. Vor allem die jungen Besucher können hier über die vielfältige Flora und Fauna der Rhön etwas erfahren. Unverzichtbar ist auch ein Besuch der angrenzenden Streuobstwiesen, wo neben der Theorie auch die Praxis nicht zu kurz kommt. Fürs Radeln mit Stromunterstützung gibt es viele Gratis-E-Bike-Tankstellen in der Rhön. Und solange die Batterie lädt, gönnt man sich noch einen Blick auf den liebevoll gepflegten Klostergarten der Propstei. Dann geht's hinauf zum Gläserberg, wo ein grandioser Weitblick für alle Anstrengungen entschädigt. Freunde gut erhaltener Fachwerkarchitektur kommen im Fledermausdorf Neidhartshausen auf ihre Kosten. Empfertshausen ist ein Eldorado für Holzbildhauer. Die Schnitzerkunst wird hier gelehrt und noch in vielen Werkstätten des Ortes ausgeübt. Wild und schroff erhebt sich der Katzenstein mit seinen imposanten Basaltformationen. Der Ilbengarten, ein jahrhundertealter Eibenwald, ist eines der ältesten Naturschutzgebiete Thüringens. Hier beginnt das Reich der Junior Ranger. Voll konzentriert bei der Errichtung eines Schutzzaunes für Frösche, Kröten und Molche. Die jungen Leute im Alter zwischen 8 und 14 haben ihr Hauptquartier auf dem Weidberg bezogen. Hier gibt es den Rotmilan zu sehen und viel zu erleben. Spielerisch Natur mit allen Sinnen zu erfahren, steht auf dem Weidberg im Mittelpunkt. Biosphärenreservat Rhön, das Land der offenen Fernen. Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal umfasst die verschiedensten Landschaftsformen in der Mitte Deutschlands.
Im Norden ist es das Land der Hügel. Der Naturpark Wegeleine-Werra, der sich von Nord nach Süd durch das gesamte Gebiet zieht, trifft auf die Dieterröder Klippen. Auf dem Bergkamm aus Kalkstein wachsen nur besonders angepasste Pflanzen, wie der Mauerpfeffer. Die Burgruine Hahnstein gilt als schönste Burgruine Mitteldeutschlands. Der Wasserfall in Großbartloff. Im Hochsommer eine kühle Oase. Einen fantastischen Fernblick erlaubt die Gobert. Auf diesem bewaldeten Höhenzug verlief einst die deutsch-deutsche Grenze zu Hessen. Entstanden ist das Grüne Band. Ein einzigartiger Biotopverbund, der seltenen Tier- und Pflanzenarten als Rückzugsgebiet dient. Auch der alte Grenzturm bei dem Katharinenberg erinnert an die jüngste Vergangenheit der beiden deutschen Staaten. Ehemalige Grenzsicherungsanlagen stehen im Grenzmuseum Schifflers Grund. Im Naturparkzentrum Fürstenhagen gibt es für die Junior Ranger immer etwas zu tun. In Lengenfeld unterm Stein gilt es, eine besondere Attraktion zu erleben. Eine Fahrt mit der Draisine auf einer stillgelegten Eisenbahnlinie. Zurück auf dem Naturparkweg Leine-Werra. Hier laden Brunnen und schattige Plätze immer wieder zu einer Rast ein. Traditionelles Handwerk wird in Linde-Werra gepflegt. Die Stockmacher liefern ihre Erzeugnisse in alle Welt. Und das in großer Auswahl. Die Burg Normanstein in Treffurt. In der Mitte des Naturparks erfreut sich das Auge an dem historischen Ambiente. Am südlichen Ende des Naturparkwegs Leine-Werra liegt Kreuzburg. Hier treffen wir auf die Werra. Besonders stolz sind die Kreuzburger auf die alte Werra-Brücke, die älteste erhaltene Natursteinbrücke in den neuen Bundesländern, und auf die Liborius-Kapelle. Ob gesellig oder romantisch, eine Bootstour auf dem Fluss. Ein Blick lohnt von der Teufelskanzel auf die Werra-Schleife. Eine besondere Aufgabe des Naturschutzes ist die Renaturierung, bei der der Fluss wieder in einen naturnahen Zustand versetzt wird. Imposante Formationen aus Muschelkalk säumen die Werra. An ihrem Fuß sind gut ausgebaute Radwege nutzbar. Der Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal. Ein Stück Natur, wie es abwechslungsreicher kaum sein kann. Musik
Die Wartburg. Unbestritten der Star im Naturpark Thüringer Wald. Doch der hat noch viel mehr zu bieten. Gehst du als Wanderer über den Rennsteig, so nimm in Hörschel einen Stein aus der Werra, trage ihn in der Tasche auf der ganzen Strecke des Hochwanderwegs und werfe ihn am Ende des Weges in Blankenstein ins Wasser der Selbitz, einem Zufluss der Saale. Ein jahrhundertealter Brauch, der sich bis heute bewahrt hat. Fast 170 Kilometer zieht sich der Rennsteig von Nordwesten nach Südosten durch den gesamten Thüringer Wald. Der Rennsteig führt direkt über den Gipfel des Inselsbergs, einer der höchsten Berge Thüringens. Alte Steine vergangener Mächte säumen die Wege. Und Informationstafeln erzählen dem Rennsteigbesucher über die Geheimnisse der Natur. In Rula und vielen anderen Städten kann der Naturfreund Informationen erhalten und die Thüringer Waldkarte erwerben. Mit dieser Vorteilskarte können Angebote von mehr als 300 Partnerunternehmen genutzt werden, beispielsweise der reduzierte Eintritt in Freizeiteinrichtungen oder in Museen. Immer ein Besuch wert ist das Fahrzeugmuseum und das Waffenmuseum, beide in Suhl. Nicht weit von Suhl entfernt, gedeiht der größte und artenreichste Alpingarten Deutschlands, der Rennsteiggarten. Ein echtes Kleinod ist das Schloss Altenstein. Es wurde im 18. Jahrhundert mitten in einer weitläufigen Parkanlage erbaut. Die Naturparkroute Thüringer Wald hält immer wieder Aufregendes für die ganze Familie bereit. Greifvögel, hautnah. Wenn es Winter wird im Thüringer Wald, sind alle Schneebegeisterten auf den Beinen. In Oberhof trainieren die Profis der deutschen Nationalmannschaft für die hier stattfindenden Weltcups. Schnee macht Spaß, vor allem den Wintersportzwergen. Lauscher, wo man das ganze Jahr Weihnachtsschmuck bestaunen kann und die Thüringer Glasbläserkunst erlebt. Weltberühmt, das grüne Thüringer Waldglas. Ein wahrer Augenschmaus sind die farbenfrohen Bergwiesen des Ortes Friedrichshöhe.
mit der seltenen Arnika und den malerischen Bärwurzwiesen. Naturpark Thüringer Wald. Herrliche Aussichten, einmalige Naturschönheit, perfekte Erholung. Wo der Harz am südlichsten ist. Naturpark Südharz. Ein grünes Paradies, in dem es verborgene Schönheiten zu entdecken gibt. Eine dieser Schönheiten ist die Harzer Schmalspurbahn. Sie fährt auf dem längsten zusammenhängenden, dampfbetriebenen Streckennetz Deutschlands durch den Naturpark. Unter Volldampf gelangt man mit der nostalgischen Eisenbahn zu historischen Orten. Die Burgruine Hohenstein, belohnt mit einem Panoramablick über den Südharz. Der Luftkurort Neustadt imponiert mit seiner Fachwerkarchitektur. Weiter geht's mit dem stählernen Ross zu landestypischen Naturphänomenen. Über schöne Waldwege gelangt man zu einer faszinierenden Felsformation, dem Falkenstein. Entstanden durch die lösende Kraft des Wassers im unterirdischen Gestein, bildeten sich bei Liebenrode große Erdfallseen. Eine Naturschönheit, die man nicht verpassen sollte, die Gipshöhle Kelle in der Nähe von Elrich. Steil aufragende Gipshänge umgeben uns im Naturschutzgebiet Rüdigsdorfer Schweiz. Immer lohnend ein Besuch der Sattelköpfe bei Hörningen. In Ilfeld wird es sagenhaft. Spannende Spiele und Geschichten für Groß und Klein auf dem Harzer Sagenpfad. In dem kleinen Dorf Sophienhof findet sich die Ziegenalm. Ein Ausflugsziel für die ganze Familie. Hier wird naturnahe Landwirtschaft betrieben. Der selbst hergestellte Ziegenkäse und andere Produkte können im kleinen Hofladen erworben werden. Besonders stolz sind die Südharzer auf das Harzer Rotvieh, eine der ältesten und ursprünglichsten Nutztierrassen. Die alte Dampflokomotive bringt den Reisenden zu einem unterirdischen Abenteuer. In der langen Wand wurde früher Kupferschiefer abgebaut. Heute ist es ein feucht spannendes Vergnügen. Heißer und trockener geht es bei diesen schwarzen Gesellen zu. Sie pflegen das uralte Köhlerhandwerk.
Feiern in der Natur ist den Menschen im Südharz wichtig. Alljährlich kommen ganze Dörfer am 30. April zur Walpurgisnacht zusammen. Eine Landschaft mit vielen Geschichten und Gesichtern. Der Naturpark Südharz. Der Naturpark Thüringer Schiefergebirge Obere Saale ist besonders reich an Gewässern. Die Plotener Teiche, auch Land der Tausend Teiche genannt, wurden einst von Mönchen angelegt. Gefüllt werden sie ausschließlich durch Regen und Schnee. Deshalb nennt man sie Himmelsteiche. Auf Wanderungen mit Natur- und Landschaftsführern kommt man der Natur ein ganzes Stück näher. Die Teichlandschaft bietet einen einzigartigen Lebensraum für Pflanzen und Tierarten. Eine wichtige Einnahmequelle der Region ist die Fischzucht. Regelmäßig wird im Spätherbst das Wasser in einigen Teichen abgelassen, die Fische abgefischt und verkauft. Bei den Fisch- und Wildwochen jedes Jahr im Oktober kann man den Fischern zuschauen und sich in den gemütlichen Gaststätten kulinarisch verwöhnen lassen. Ein weiteres Wahrzeichen Plotens steht mit allen 100 Beinen fest im Wasser. Das Pfahlhaus im Hausteich beherbergt eine Ausstellung zur Teichwirtschaft im Naturpark. Wo heute der Schiefersee bläulich glänzt, wurde früher im Tagebau das blaue Gold der Schiefer abgebaut. Seltene Flechtenarten wachsen hier auf den steil ansteigenden Hängen. Auch die Schlingnatter liebt die sonnenwarmen Felsen. Im Thüringer Schieferpark Leersten kann man sich die Kunst des Schieferspaltens vorführen lassen. Hier schlägt das Herz des Geoparks Schieferland, der mit Besucherbergwerken und Mineralien lockt. Die umliegenden Ortschaften legen noch Zeugnis ab von der einst florierenden Industrie. Der kleine Bach Sormitz, wo besonders viele Feuersalamander zu Hause sind, fließt direkt am Naturparkhaus und am Kinderwanderweg in Leutenberg entlang. Hier können Kinder noch richtige Erlebnisferien machen, Natur erfahren und Abenteuer erleben. Auch im Schiefergebirge gibt es ein Teilstück grünes Band. Der naturbelassene Grünstreifen der ehemaligen Grenze. Der Naturpark hat auch unterirdisch etwas zu bieten. In mehreren Besucherbergwerken, zum Beispiel den Saalfelder Feengrotten, kann man prächtige Tropfsteine und seltene Mineralien in Augenschein nehmen. Ein beliebtes Ausflugsziel ist das gut erhaltene, vor mehr als 400 Jahren erbaute Schloss Burg. Die zentrale Landschaft des Naturparks ist das Thüringer Meer. Hier schlängelt sich die Saale mit ihren beiden Stauseen durch waldreiche Berge, ein blaues Band im Grünen. Am Hohe Warte-Stausee stehen Erholung und Sport im Mittelpunkt. Zahlreiche Campingplätze locken den naturliebenden Urlauber. Zum Beispiel der Öko-Campingplatz Linkenmühle. Thank you.
An der Bleiloch-Talsperre beginnt der südliche Teil des Thüringer Meeres. Hier findet der Freund des Wassers alles, was sein Herz begehrt. Schifffahrt, Wanderwege, Moorbad und Thermalwasserquellen. Zwischen den weiten Wäldern des Rennsteigs und den romantischen Burgen an der Saale. Der Naturpark Thüringer Schiefergebirge, Obere Saale. Das grüne Herz Deutschlands. Thüringen mit seinen 8 nationalen Naturlandschaften.